Ja, Freunde, und damit herzlich willkommen hier zu einer weiteren Hotlap auf diesem Kanal. Dieses Mal sitze ich selbst im Lexus hier auf Kyalami und zeige euch einfach mal, wie hier so eine Quali-Runde im aktuellen Lexus dann aussehen kann. Wir sehen schon, dass wir gerade hier dann am Eingang der Kurve so ein bisschen Rotation auf der Bremse erzeugt haben mit der niedrigen Traktionskontrolle dann in Kombination. Ja, fängt das Auto dann doch an, ein bisschen zu rotieren, denn hier gerade am Anfang war es sehr, sehr schwierig, die Vorderachse dann doch irgendwie ins Leben zu bringen. Und jetzt schaut mal hier, geht es in den dritten Gang rein, das Auto rotiert, wir können früh ans Gas gehen und dafür, dass das Auto eigentlich nicht so bekannt ist für so eine stabile Aero-Plattform bzw. so einen guten Front-Aero-Grip, war ich doch sehr zufrieden, wie das Auto dann hier in der schnellen Kurve dann performt hat bzw. wie die Rotation dann hier aussah, und auch hier können wir das Auto gut nutzen. Und kommen hier sehr schön durch den mittleren Sektor. Also da hat das wunderbar funktioniert. Jetzt hier sauber anbremsen in den ersten Gang runter. Den brauchen wir im Lexus auch, denn der Saugmotor braucht einfach sehr, sehr viel Drehzahl. Hat nicht ganz so viel Drehmoment, wie wir das vielleicht von Turbomotoren gewöhnt sind. Und dementsprechend müssen wir hier immer wieder in den ersten Gang runter. Jetzt hier nochmal schön anbremsen. Zweiter Gang, erster Gang, schön über den Curb ans Gas gehen, und der Lexus lässt sich wunderbar am Gas dann dosieren, denn die Leistung und das Drehmoment ist halt eben bei einem Saugmotor relativ linear, wie es ansteigt, und damit kann man das Auto sehr, sehr gut kontrollieren. So, wir haben jetzt hier auf der Bremse, das ist nämlich so ein kleines Manko beim Lexus, das Problem, wenn wir einlenken und in einem falschen Moment dann runterschalten, dass die Hinterachse sehr, sehr schnell blockiert. Nichtsdestotrotz ist die Uhr hier aber stehen geblieben bei einer 1,40,7. Ja, und dann werden wir jetzt auch nochmal von außen einen Blick auf die Runde dann hier werfen, um dann zu gucken, wie wir das Auto hier an welcher Stelle eben positioniert haben. Und da können wir mal drauf achten, ob wir es jetzt auch von außen sehen, jetzt hier aggressiv angebremst. Und wie gesagt, das Hauptproblem beim in die Kurve pushen im Lexus ist halt echt, dass gerade bei den Downshifts die Hinterachse schnell blockiert. Da muss man einfach aufpassen, gerade dass man eigentlich sauber runterschaltet, anbremst und dann eben erst anfängt einzulenken, wenn halt eben die ganze Action von der Hinterachse schon dann genommen ist oder das Ganze dann halt eben ein bisschen besser funktioniert. Wir sehen auch hier, dass wie wir dann den Gangwechsel in der schnellen Kurve hier nutzen, dass das Auto wirklich dann rein rotiert. Also in dem Falle hat es uns geholfen, und auch in der schnelleren Kurve haben wir natürlich viel mehr Stabilität dann im Fahrzeug, dass das Auto halt eben nicht direkt ausbricht. So, hier am Eingang, Kurveneingang, wie gesagt, ist ein großes Problem dann mit dem Grip auf der Vorderachse. Wenn das Auto dann sich einmal gesetzt hat und einmal den Grip aufbaut, ist es tatsächlich sehr angenehm zu fahren. Haben wir gesehen, dass gerade am Eingang hier von diesem Geschlängel im mittleren Sektor eigentlich der Kurveneingang eher das Problem ist, wo wir gucken müssen, dass wir genug Grip auf die Vorderachse bekommen und nicht der mittlere Teil. Da hat das Ganze dann ganz gut funktioniert. So, jetzt hier schön ausholen, Auto sauber anbremsen, anfangen hier zu trailen. Schön lange dann im ersten Gang schon gewesen, also wir mussten nicht mit recht viel Lenkwinkel dann noch in den ersten runter. Das hat an der Stelle dann hier geholfen, und jetzt natürlich in die letzte Kurve, achtet mal drauf. Wir gehen jetzt hier vom dritten recht spitz rein, und als wir in den ersten Gang gehen, kommt einfach so ein bisschen die Nervosität auf die Hinterachse dazu, dann noch der hohe Bremsdruck mit der Bremsbalance im Lenkwinkel, und dann steigt irgendwann die Hinterachse aus. Ja, das ist ein bisschen knifflig im Lexus, muss man sich dran gewöhnen und dann eben ein bisschen adaptieren, was die Fahrweise angeht. Wenn ihr Bock habt auf die Lexus Setups, dann checkt gerne die Videobeschreibung aus. Da ist wie immer alles unten verlinkt. Ebenso gibt es die Probometer-Aufzeichnung zu dieser Runde auch unten dann im Video verlinkt. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Dabeisein, fürs Zusehen, und würde sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.